Hallo alle miteinander. Leselupen ist heute mal das Thema. Mein Opa kauft sich dumm und dämlich mit den Batterien, die er jedes Mal in so der Leselupendinger hereinnehmen muss. Und da hatte ich mir gedacht, das kannst du ihm etwas abnehmen. Das hier war praktisch die erste Version, die ich bastelte. Da ist ein 1,2 Volt Akku drin, ein Joule Teeth und diese Joule Teeth Schaltung, die nur 5 mA zieht. So eine High Power LED und zieht jetzt, ich glaube, zwischen 5 und 10 mA zieht sie. Ja, die hätte natürlich ewig gehalten, ja, allerdings durch dieses warmweiß Licht, hat er gemeint, das ist ihm etwas dunkel. Ja, wenn man hier ins Dunkle reingeht. Ja gut, eigentlich geht's schon, aber ja, zum richtigen Lesen sagte der Opa eben, ja, das wäre schön, wenn es doch noch ein bisschen heller wäre. Ja, also nehme ich die jetzt für mich und habe ihm nochmal eine neue Version zusammengebastelt. Da gab es im Supermarkt solche Teile hier. Also das untere Teil müsst ihr euch mal wegdenken, das ist eigentlich nur so groß wie hier vorne das. Und da sind original 4 solche 1,5 Volt Zellen eingebaut, dass man insgesamt auf 6 Volt kommt. Und dann sind zwei richtige Kaltweiß-LEDs hier vorne drin. Und die machen natürlich schon etwas mehr hell als hier. Ja. Und damit kann man dann auch die Schrift, ja, das ist dann für solche Texte vielleicht nicht unbedingt, aber für Schwarz auf Weiß ist dann dieses Kaltweißlicht höchstwahrscheinlich schon viel, viel besser. Ja, und das haben wir jetzt so realisiert, indem wir uns hier so einen 9-Volt-Block genommen haben, so einen alten. Und da sind solche Mini-Zellen hier drin. Solche 1,2 Volt, zwischen 120 und wie viel hat der hier? 160 Milliampere. Da steht dann drauf, doch hier an der Seite. 150 mA. Also der hier hätte dann pro Zelle 150 mA. Da habe ich mir 5 davon genommen. Hier sind jetzt die 5 Zellen in Reihe, hier unten drunter. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass die hier rundrum. Und daran dann ein Re-EMF. einen ähnlichen Re-EMF wie hier mit einem 2N2905 PNP-Transistor. Und auch ungefähr so eine Wicklung wie hier, allerdings mit viel dünnerem Draht. Das ist jetzt das Ladegerät dafür, was ich genommen habe. Und hier drin ist dann nochmal so ein kleiner Ferritkern eingebaut, wo eine Wicklung drauf ist. Da sind ein paar mehr Windungen hier als hier. Und auch vom Draht her habe ich da 0,20er und 0,15er Draht genommen. Ja, also mit 0,20er und 0,15er Draht hier ein Re-EMF wickeln, so ungefähr. Wie viel kriegt man hier rum um so einen Ferritkern? 20 Windungen ungefähr. Einen 1000 Ohm Vorwiderstand habe ich reingenommen. Und ich konnte bei der Version hier, das was bei unserem Joule Teeth geht, mit unserem Widerstand und Kondensator vom Vorwiderstand, das funktioniert hier beim Re-EMF nicht, habe ich mitgekriegt, zumindest für LEDs. Also da, egal was man dann davor bastelt, die werden dann dunkler. Und hier mit dem 1000 Ohm Widerstand bin ich so gerade an der Grenze, dass die mit dieser Leuchtstärke hier mit ungefähr 40 mA leuchten. Also bei 5, 6 Volt und 40 mA um die Dreh rum. Und bei 40 mA und um die 160 mA, was die hier können, könnt ihr euch ausrechnen, sind wir ungefähr bei 4 vollen Stunden, wo man das mit der Leuchtstärke betreiben kann. Ja, natürlich werden die Batterien auch leerer mit der Zeit und das heißt, das Licht wird dann auch dunkler und das heißt dann wiederum, dass es eigentlich viel, viel länger geht. Also ich rechne mal so mit 6 bis 8 Stunden Dauerbetrieb, dass man es noch benutzen kann, bevor man es laden muss, ist auf alle Fälle drin. Und das müsste reichen zum täglichen Zeitungs- und Buchlesen und was man da sonst noch so alles mit so den Leselupen machen möchte. Ja, das war mal so eine kleine Anregung.
wie ihr das vielleicht auch mal umsetzen könnt, aber Re-EMF als LED-Ansteuerung kann ich durchaus weiterempfehlen. Ja, was natürlich noch erwähnenswert wäre, ja, wenn ihr hier solche fünf solche Zellen habt, müsst ihr ungefähr auf 7,5 Volt maximal rauf, wenn sie geladen werden sollen, und auch nur zwischen 10 und 20 Milliampere. Ja, also ein Zehntel C ist ja die Formel, wie man so Nickel-Metall-Hydrid-Akkus laden soll, also ein Zehntel der Gesamtkapazität an Strom hineinjagen. Wenn die hier 150 mA haben, sollte man da ein Zehntel davon an Strom zum Laden nehmen, also ungefähr 15 mA. Und bei dem habe ich das jetzt momentan so rausgefunden, also natürlich durch Ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch auf Anhieb gleich klappt. Ein Ampermeter müsst ihr euch schon mal mit hinlegen, was in dem Messbereich messen kann. Bei mir ist jetzt die Version mit einem 6 Volt Trafo-Netzteil, also kein Schaltnetzteil, ne? Ein Trafo-Netzteil, so ein normales Ding, Milliampere sind eigentlich egal. Und dann eine Re-EMF-Version mit 100 Ohm Vorwiderstand und zwei LEDs in Reihe. Dann komme ich so zwischen 10 und 20 Milliampere dahin, kann das dann praktisch über Nacht anstecken und wenn ich früh nach 10 Stunden aufgewacht bin, kann ich es rausziehen. Die Akkus sind nicht warm, aber ausreichend geladen, auch nicht zu sehr überladen, ein bisschen refreshed durch ein Re-EMF und dann müsste das extrem lang halten. Da wäre dann der Schaltplan dafür, erstmal für einen LED-Treiber normalen Joule-Tief nehmen, so ungefähr die Größe schon, ja, also schon fast so original, wie ich es hier gemalt habe, mit so zwischen 13 und 20 Windungen ungefähr mit 0,15er und 0,20er Draht, beide parallel gewickelt. 0,15er Draht nehmt ihr als Trigger, 1 kV Widerstand auf die Basis von eurem 2N2905. Dann die eine Powerseite geht auf den Kollektor und in der Mitte, wo die eine Seite praktisch von der Seite hier die Power und hier die Triggerseite zusammengetütelt habt, eine normale Joule-Tief halt, das ist euer Ausgang. Hier dann bei PNP-Version dann der Plus. Hier habe ich mal noch einen 0,1 Farad 5,5 Volt Supercap mit hingemacht. Der würde auch ohne Supercap funktionieren. Aber daher noch ein bisschen Elektronik und so ein Taster mit drin gewesen ist in der Lampe, habe ich gedacht, dann gehst du mal lieber auf Nummer sicher. Hier oben eure High-Power-LEDs, ne, die praktisch in der Lampe verbaut sind. Hier normale 4007er Dioden. Alle drei. Und hier drüben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, diese 1,2 Volt Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. 5 Stück in Reihe. Das Ladegerät dafür wird dann, ne, logischerweise hier an Plus und Minus angeschlossen. Ne? Und das sieht so aus, dass der Joule-Tief um die 9 Windungen hat, mit 0,3er als Powerdraht und 0,15er als Trigger. An der Basis hier ein 100 Ohm Vorwiderstand, also kein 1 kV, sondern 100 Ohm Widerstand und dann zwei blaue LEDs in Reihe. Also ich habe jetzt mal, vielleicht geht es auch mit roten oder grünen oder weißen, keine Ahnung, ich habe jetzt mal, weil es bei mir halt so gewesen ist, die blauen LEDs hingeschrieben. Da ist dann hier Plus, ne, so wird es dann angeklemmt. Geht dann auf den Trigger drauf, der ist dann wie gesagt hier 0,15er und hier der 0,30er. Der Power geht dann auf den Kollektor. Ja, und die normale Re-EMF-Schaltung eben. Hier wieder 4007er Dioden. Und der Eingang davon ist wie gesagt ein 6 Volt Trafo, kein Schaltnetzteil. Ja, weil Schaltnetzteile bringen wirklich glatte 6 Volt raus, so ein Trafo, der kann ruhig 7, 8 Volt.